Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. In der letzten Folge haben wir uns um die Manti-Könige gekümmert, was episch war, muss ich sagen. Diesen epischen Kampf, ne? Den müsst ihr euch einfach reinziehen, wenn ihr die letzte Folge nicht gesehen habt. Alter, puh, das war, puh, kann ich beschreiben. So, und heute werden wir noch ein bisschen in Fallbrooks rumlaufen, die geheimen Ecken erkunden und auch diese Mission angehen, die wir in der letzten Folge angenommen haben, diese kleine Nebenmission mit den Ratten. Mal gucken, wo uns das Ganze hinführt. Viel Spaß. Ich brauche meine Waffe nicht. Okay, so viel zu dem Typen. Am Wasserfall müssen wir vorbeischauen. Wie schön, dass du ein Gebäude bewachst, in dem man nicht rein kann. Es ist sehr löblich von dir. Mach mal die Tür zu. Das ist meins, das ist meins. Ja Mensch, ist wirklich viel. Aber guck mal, hier ist noch ein Stoggy Slim. Was auch immer das ist. Haha. Dürfte keiner gesehen haben, ne? Nein. Vielleicht sollte ich mich öfters umschauen, ob mich im ja super, jemand sieht. Aha! Ich wusste, dass ihr hier überall Kleinigkeiten versteckt. Ich wollte gerade sagen, auf der Karte wird ein Gegner angezeigt, das ist nicht gut. Oh, gutes Zeug. Gutes, gutes Zeug. Kann ich den hier auch knacken? So dürfte mich niemand sehen, ne? Oh, da wird immer noch ein Feind angezeigt. Wieso wird da immer noch ein Feind angezeigt? Oh, okay. Alles gut. Hab schon gedacht, jetzt bin ich am Arsch. Oh, guck mal! Wir entdecken diese Stadt! Hier ist noch mehr Zeug. Noch mehr zum Knacken. Oh, ich habe gleich keine Dietriche mehr. Konzerndienstauszeichnung. Eine mittelgroße Auszeichnung, wie sie in der ganzen Galaxis auf jährlichen Konzertveranstaltungen aufgeteilt wird. Wofür diese Auszeichnung wohl vergeben wurde? Am besten genutzte bezahlte Urlaubszeit, höchster Kaffeekonsum in einer einzigen Pause, wenigste Toilettenbesuche, du wirst es nie erfahren. Schade. Okay, das ist immer noch nicht die Karte, die wir suchen. Wir suchen immer noch eine Zugangsberechtigung. Werden wir aber wahrscheinlich so schnell nicht finden. Habe ich so ein Gefühl. Oh, Sheet. Chat. Chat, Sheet. Mir egal. Er hat auf jeden Fall kleine Eier, weil Sheeter haben kleine Eier. Hallo. No, but thank you. I'm quite all right as I am. Nein, du hast kleine Eier. Habe ich doch gerade gesagt. Moment, was? Hm? Oh, you're still here. I said I don't require anything at this time. Run along now. I've had more than enough to satisfy my thirst for one evening. Sag mal, dauert das nicht lange, seine Augenbrauen so zu rasieren? Ich meine, das wächst ja täglich nach. Musst du jedes Mal so eine Line durchziehen? Was ist dein Problem, Junge? Deal? A rather bad one indeed. The fella swore Fallbrook was unrivaled in its leisurely pursuits. But it seems to me the whole town is designed primarily to leech one's bits. Ah, bits. And now that I've run dry, or nearly so, the fellas have abandoned me back to Byzantium. You wouldn't leave a friend in need, I'm sure. Don't suppose I could just ask you to scram. Ja, okay. Wenn ich jetzt an Catherine anspreche, wird er dann auch unsicher? Can't fathom why you'd go searching her out. But it's your neck on the noose. I was told she runs the saloon. Ja, gut. Auf Wiedersehen, Kollege, auf Wiedersehen. So, wo haben wir den hier? Na gut, das glaube ich jetzt mal nicht. Fallbrook Gast. Fallbrook Gast, euch kann ich auch nicht beklauen, ne? Aber das hier kann ich beklauen. If they come from
the CNP factory. Shit. So weit kann ich nicht gucken. Aber alles, was ich klauen kann, das wird geklaut. Ist so ganz klar. Ich weiß nicht, warum die Mülleimer solche Kisten sind. Also das sehe ich nicht als Mülleimer. Die armen Leute, die das entsorgen müssen, ey. Falls es entsorgt werden muss. Vielleicht ist das ein selbstauflösender Mülleimer. Weil die sind ständig leer. Oh. Ich werde nicht beobachtet, das ist gut. Oh. Hallo, bist du der Wachposten? Oh, er ist gerade weg. Schrecklicher Wachposten. Kommt nichts mit. Optionaler Versicherungsbüroschlüssel. Vielleicht finden wir den. Knacken können wir das Ding nämlich nicht. Ich glaube, er hat mich gesehen. Ja, schauen wir mal. Aktuelle Aufzeichnung anzeigen. Britristle Ahmed. Forderung, Verlust von Mannesehre und guter Name. Ich bin im Billingsliss mit mehreren Herren eine Wette bezüglich der Natur und Zusammensetzung des Produkts Tarmac and Cheese eingegangen. Ich war der festen Überzeugung, dass das Produkt echten Tee enthalten würde. Meine Begleiter hingegen wetteten, dass dem sicherlich nicht so sei. Und siehe da, meine Nachforschungen zu dieser Thematik ergaben, dass ich einem großen Missverständnis erlag. Aber woher soll ich auch bitte wissen, was gemeine Fabrikarbeiter so essen? Und wie kann Spacer's Choice verantworten, ein Produkt so zu vermarkten, dass impliziert wird, es enthalte Teer? Achso, nicht Tee, sondern Teer. Wenn dies ganz klar nicht der Fall ist. Gute Frage. Mein Ruf hat schweren Schaden erlitten. Ich bin nicht in der Lage, zu meinen vorherigen Lieblingsplätzen zurückzukehren, aus Angst, dort mit belustigten Blicken und Gekicher in Empfang genommen zu werden. Meine Ehre als Gentleman sowie die Natur meiner Beziehung zu Nutztieren wurde in Frage gestellt. Beschluss. Abgelehnt. Unangemessene Antragstellung. Antragsteller hat vergessen, das Zauberwort zu sagen. Jetzt muss ich das nochmal durchlesen. Moment. Ich bin der festen Überzeugung. Doch, Thea. Wer denkt sich sowas aus? Na gut. Tee in Cheese ist... Was habe ich mir dabei gedacht? Ist mir gar nicht aufgefallen. Cartwright Fanny. Forderung. Verlust von einem Finger. Ich arbeite schon seit 5 Jahren als Junior-Sägenbediener bei CNP. Letztes Jahr sind die meisten der Klingenschützer gebrochen und das Management hat sie nicht ersetzt. Infolgedessen habe ich letzte Woche meinen kleinen Ringfinger verloren. Vor allem klein. Beschluss. Abgelehnt. Vernachlässigbarer Schaden. Angestellter ist Rechtshänder. Daher ist die Tragweite seines Verlusts minimal. Aktualisierte Forderung. Verlust von 3 Fingern. Die SG, in der ich gearbeitet habe, ist gefallen, weil C&P die standardmäßige Wartung vernachlässigt hat. Durch den Unfall habe ich 2 Finger der rechten Hand und noch einen weiteren von meiner linken verloren. Beschluss. Abgelehnt. Selbstausschluss. Antragsteller hat bereits hatte bereits bei einem früheren Vorfall 1 Finger verloren und hätte somit keine scharfen Maschinen bedienen dürfen. Aktuelle Forderung. Verlust von 4 Fingern. Der letzte Scheiß, Mürksen, ungesichert, ohne verdammt nochmal 4 Finger verloren. Scheiß. Die letzten 2. Abgelehnt. Forderung unverständlich. Antrag von CMP eingereicht. Verlust von 1 Arbeiter. Junior Sägenbediener 16 Jahre Cartwright F. hat mehrere Finger aufgrund von Unachtsamkeit und Fahrlässigkeit verloren. Sie versäumte es, den an gut sichtbaren Stellen aufgehangenen Warnungen bezüglich des Zustands unserer Sicherheitsausrüstung Beachtung zu schenken. Die daraus resultierenden Verletzungen führten zu einer Verringerung der Produktivität unserer Fabrik und damit eingehend mehrfachen stressbedingten Kopfschmerzen auf Managerebene. Da wir damit kämpfen mussten, die Arbeitsschichten von
16J anderweitig zu verplanen. Beschluss genehmigt. Oh. Achso, das war's. Ich hab nichts gemacht. Bin unschuldig. Würdest du die Tür freigeben? Danke. Tja, habe. Jetzt hat er die Finger verloren. Oh, das Messer stinkt. Ich nehme mal das stinkende Messer mit. Das will ja keiner mehr haben. Wer schmeißt bitte sehr... Schwungrad. Munition in einen Mülleimer. Der ist auf jeden Fall nicht verdient, deswegen nehme ich es mit. So. Versicherungsagent. Hier ist auch ein Verkaufsautomat. Hallo! Welcome to the offices of the Greater Halcyon Insurance Group, Halcyon's premier provider of life and disaster-related insurance. I'm obligated to inform you that our coverage does not extend to incidents deemed to result from negligence, criminal activity, or dullness of mind. Vermerkt. So, what kind of insurance package can I interest you in? We're running a special on dismemberment policies. Buy one, get one half off. Wieso befindet sich das Büro auf Monarch? We're not on Monarch. For all practical and tax-related purposes, this office is an official enclave of Byzantium. Wir sind auf Monarch. Hä? Legally speaking, corporations are not allowed to operate on Monarch. But financially speaking, there are certain costs to running a business from within Byzantium's walls. So while our official address is in the city, and while our office here is technically an extension of that address, we found it more expedient to conduct our key operations here. So we can... what's the phrase? Pass savings to the consumer, of course. Alles klar. Oh, it's certainly not about what I say. That's all down to our legal team and our CFO. Was kannst du mir noch über eure Versicherungspolicen erzählen? Plenty. As my boss likes to say, there's a policy for every situation and an exclusion for every policy. We've insured unusually expressive eyebrows, outrageous statements, disastrous marriages. Ich weiß, wessen Augenbrauen du meinst. Muss ich das wirklich fragen? Usually character actors or corporate execs with menacing stares. Alles klar. Wer würde sich denn ungeheuerliche Aussagen versichern lassen? That policy is almost exclusively for our corporate clientele. In the unlikely event they make a claim about a product that turns out to be less than accurate, they need some kind of protection against the damage to their sales and reputation. Katastrophale Ehen? Those are mostly for top rungers in Byzantium who have a lot of social and financial capital wrapped up in their marriage contracts. There's one for your beloved eloping with your sibling, your beloved eloping with their sibling, scandalous rumors forcing you apart, the revelation of a secret love child. We try to cover every possible hazard to domestic bliss. Rekapitulieren wir mal. Also, eine Versicherung versichert normalerweise einen Gegenstand. Oder aber auch Körperteile, kann ich verstehen. Bei den Augenbrauen, nachvollziehbar. Wenn du jetzt ein Model bist, was Top-Augenbrauen hat, gibt es Augenbrauen-Model? Ich weiß es nicht. Tun wir einfach mal so, als würde es Augenbrauen-Model geben. Und die wurde mit Benzin übergossen, aus Versehen, und wollte sich dann eine Kippe anzünden und dann pschuh, Augenbrauen weg. So, dann kriegt sie erstmal Geld. Weil Augenbrauen-Model brauchen Augenbrauen, um zu arbeiten. Also kriegt sie erstmal Geld für die Zeit, bis die diese nachwachsen, falls sie nachwachsen. Und deswegen ist es wichtig, solche Sachen zu versichern. Das heißt, wenn ihr ein Model seid für Fußfetischisten und euer Fuß fällt ab, dann solltet ihr euren, oder euer Fuß könnte abfallen, dann solltet ihr euren Fuß versichern lassen. Aber wie kann man seine Ehe versichern lassen? Ich meine, deine Frau brennt durch und dafür kriegst du Geld? Oder kriegst du die Frau ersetzt? Kann mir das schon vorstellen. Oh, deine Frau ist weg. Hier ist eine neue. Viel Spaß.
One thing's for sure. You won't find better policy protection against sudden lunar implosions anywhere in Halcyon. Ja, kann ich. Das glaube ich dir gern. Erstmal alles klauen, was ich hier finde. Und das ist nicht viel. Schade. Sublight-Ausweismodul. Ist es das, was ich brauchte? Habe ich es gefunden? Versicherungsbüroschlüssel. Alter. Jagst mir mal einen Schrecken ein. Was kann man denn hier kaufen bei euch? Achso, das ist Verkauf. Ich dachte, hä? Legendäre Waffen kann man bei euch kaufen? Cool, Waffen gibt es keine. Dry Goods and Sun Dry. Dann schauen wir da doch mal vorbei. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie den Schlüssel halt bei sich hat. Oh, oh, guck mal einer an. Ich muss noch mal kurz, ganz kurz hoch. Wie kamen wir hoch? Ah. Wenn ich jetzt hier rausspringe, dann kann ich hier hochgehen. Hallöchen! Nicht der Schatz, auf den ich gehofft habe. Das war's? Das habe ich bekommen? Das war ein verdammtes Secret! Oh, sauber. Geil. Hat sich aber gar nicht gelohnt. Ich hätte das Secret gefunden und dann kriege ich nichts dafür. Na gut. Hab gehofft, dass der Schlüssel da ist. Aber ich wette, die trägt den bei sich. Problem ist, dass der Roboter darum chillt. Ich könnte sie jetzt... Ah, ich warte mal. Ich werde aber ganz kurz aus der Stadt rausgehen und dann wieder reingehen. Jetzt denkt ihr, das ergibt doch keinen Sinn. Doch, denn dann speichere ich ab. Wir spielen hier auf einem Schwierigkeitsgrad, an dem man nicht speichern kann. Es sei denn, man sieht einen Ladescreen. Sobald wir einen Ladescreen sehen, speichert er das Spiel automatisch ab. Bin ein bisschen hell, ne? So, keine Ahnung, was das war. Und ich muss meine Kamera mal richten hier. So? Keine Ahnung, irgendwie hat sich nichts getan. So? Ah. Alles klar, bin ich geduckt? Ich kam mir gerade so winzig vor. So. Ach, ich war wegen dem Ladescreen so hell. So. Okay. Spiel hat gespeichert. Wir versuchen sie jetzt zu beklauen. Oder zumindest einmal nachzugucken, was sie so in ihrem Inventar hat. Das wäre nämlich ganz praktisch. Oh. Okay, mehr wollte ich nicht. Tschüss. Das ist bitter. Das ist wirklich bitter. Ah. Oh, ich will bei dir nichts kaufen. Hast du sowieso nichts. Catherine, okay. Wir kommen auf dich noch zu sprechen. Keine Sorge. Und du bist Yvonne Brennan. Und mit dir möchte ich auch nicht sprechen. Du siehst ein bisschen seltsam aus. Und du bist ein riesiger Mülleimer. Der nicht genutzt wird. Oh, du bist tot, oder? Nee. Oh, schade. Das wäre ein leichtes Opfer gewesen. Komm auf dich zurück. Ich möchte mich erstmal noch weiter umsehen. So, ist das rückwärts oder vorwärts? Rückwärts, ne? Vorwärts ist hier. Oder? Ne, das ist... ist das verwirrend hier? Weil der Verkaufsautomat kam mir so bekannt vor. Was haben wir denn hier?
fancier. Stocked with better booze. Cheaper. Wir werden auf jeden Fall prüfen, ob dieses Ausweismodul, was wir gefunden haben, das ist, was wir suchen. Eventuell. Will mich nämlich mit Sublight auch gut stellen, ne? Ich weiß nicht, ob das da hinten die Sublight-Leute waren. Ich werde mir einfach die Folge gleich nochmal kurz angucken. Und dann weiß ich Bescheid. Weil ich weiß nicht mehr, was da stand. Guck mal, hier ist auch abgeschlossen. Verschlossen. Warum? Zeug. Warum ist hier abgeschlossen? Kommt man da irgendwie rein? Vermutlich nicht. Das ist seltsam. Laufe ich jetzt wieder rückwärts? Uff, verwirrend, die ganze Angelegenheit. Verwirrend. Da ist der Wasserfall. Das würde ich nämlich zuerst gerne machen, und zwar diese Ratten aufspüren. Ach, hier war ich gerade drin. Ui. Zum Aufschließen benötigst du Fallbrook Hausschlüssel. Das klaue ich jetzt mal nicht. Sublight! Hallo Sublight-Mitarbeiter, noch mehr Verkaufsautomaten. Hier ist noch was. Das kann ich nicht knacken. Werkbank brauche ich jetzt gerade nicht. Dann laufen wir mal zum Wasserfall. Das sieht auch noch interessant aus. Aber wir laufen erstmal kurz hier hoch. Darf ich hier vorbei? Danke. Aber ich glaube, das hätte da schon gestanden. Hearthrons Ausweismodul einlegen. Verkehrssystem, was? Verifizierter Ausweismodul Captain, verifiziert. Designierter Captain Hearthron A. Was hat mir das jetzt gebracht? Achso! Mein Schiff ist hier! Ah! Coole Sache. Es war ein Landeplatz. Alles gut, dass mein Schiff hier ist. Jetzt wirft es hier auch noch einen riesigen Schatten. So, ab zum Wasserfall, Leute. Ich denke, hier werden wir auf jeden Fall unsere Pistole mal benutzen. Du bist eine Schaffamilie, ne? Erstmal auf jeden Fall die Minen. Wenn ich jetzt die Ratten gleich finde und die laufen durch die Minen, wäre das ein bisschen ungünstig. Plasmawerfer. Oh, das ist gut. 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 Nur kein Anzeichen von irgendwelchen Ratten. Ich dachte, ich finde hier Ratten. Aber ich sehe auch hier Kanalisation. Der meinte doch irgendwas von Kanalisation oder so, ne? Vielleicht ja hier. Reginald, hallo! Was treibst du denn hier so, ganz abseits? Auch keine Ratten. Das ist ein Stein, oder? Das ist ein Stein. Mind your own business, friend. Mind your own... Alles klar, Junge. Du willst Stress, ja? Komm ich dir erstmal im Hintern rum. Oh, er bemerkt mich ein bisschen. So wird das nichts. Ich könnte ihn erschießen. Scheiße, er bemerkt mich. Was ist dein Problem? Mind your own bit.
Ich lasse dich erstmal am Leben. Im Zweifel für den Angeklagten. Ich komme auf dich zurück. Wenn ich keine Möglichkeit finde, dich zu überreden, bevor ich Monarch verlasse, komme ich wieder und töte dich. Und dann gucke ich, was du in deinen Taschen hast. So, das hast du davon. Wer sich mit mir anlegt, stirbt. Ha! Oh. So, was haben wir denn jetzt hier am Start? Du kommst erstmal weg. Du machst ja ein bisschen Schaden, ne? Jagdgewehr Ultra 204. Ja, eigentlich müsste die hier ordentlich Schaden machen. Eigentlich. Aber wir haben es ja schon mal getestet. Was ist mit meiner anderen Pistole? Achso, das ist der einzige, den ich behalten habe, ne? Ah, guck mal. Da sind die kleinen Viecher. Ey, zeig mal dein Köpfchen, Junge. Ach, da ist ja noch einer. Alles klar. Na, traut ihr euch nicht? Ich habe nichts gesagt. Würde mir jemand helfen? Hallo, Sicherheitsleute. Ja, schießt auf sie. Schießt auf sie. Oh. Oh Gott, die sind stark, die Jungs. Habt ihr gut gemacht. War ich ganz allein. Ich dachte, die trauen sich nicht raus und dann sind sie einfach rausgelaufen. Und mit diesem denkwürdigen Kampf verabschiede ich mich für heute bei euch. Ja, was wir in der Höhle finden werden, das erfahrt ihr morgen direkt als allererstes in der nächsten Folge. Bis dennsen. Ciao.